Neue Sozialhilfe-Landtag beschließt umstrittenes Gesetz. Corona-Einzelfälle, Schulen lassen Vorsicht walten. NASA-Rover, steirisches Know-how mit am Mars. Das Wetter morgen wird sonnig und warm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Landtag hat heute das Sozialunterstützungsgesetz beschlossen. Diese neue Sozialhilfe ersetzt die alte Mindestsicherung. Am 1. Juli tritt das Gesetz in Kraft. In der Steiermark wollte man es gar nicht, aber es ist ein Überbleibsel der türkisblauen Regierung. Regulär 949 Euro bekommen Bezieher dieser Sozialhilfe und das sind in der Steiermark rund 16.000 Menschen, unter ihnen 36% Kinder und 23% Alleinerziehende. Die Alleinerziehenden bekommen wegen möglicher Zuschläge und der Anhebung der Kinderhöchstsätze künftig mehr Geld. Auch Menschen mit Behinderung erhalten mehr und Personen, die eine Arbeit aufnehmen, wenn Anspruch auf den Einkommensfreibetrag besteht. Es gibt künftig auch Verlierer. Personen, die weniger als 5 Jahre in der Steiermark leben oder all jene, die bisher neben der Mindestsicherung auch eine Wohnunterstützung erhalten haben. Und Bedarfsgemeinschaften, sie bekommen ab Juli weniger Geld. Im Landtag wurde heute nicht nur über das Sozialunterstützungsgesetz heftig debattiert, sondern auch über eine mögliche FFP2-Maskenpflicht im Freien. Der Umgang mit der seit kurzem möglichen FFP2-Maskenpflicht im Freien als eines von vielen Reizthemen einer von Beginn an emotionalen Landtagssitzung. Und aus unserer Sicht ist es, Herr Landeshauptmann, völlig inakzeptabel, dass man Menschen im Freien, in der Herrengrossen, im Bereich der inneren Stadt zu einem Maskenzwang vergattert. Es komme auf die jeweiligen Corona-Zahlen in Bezirken und Gemeinden an, antwortet Hermann Schützenhöfer, und werde auch dort entschieden. Wir wissen, dass es diese Möglichkeit im Fall des Falles gibt. Und jetzt liegt es an den regionalen Behörden, die genauen Umstände zu erheben. Dann die eigentliche Causa prima, das umstrittene neue Sozialhilfegesetz, bei dem das Land allerdings aufgrund der Bundesvorgabe nicht allzu viel mitzureden hatte. Unser Handlungsspielraum war ein sehr kleiner. Also über 90% dieses Gesetzes sind vom Bund vorgegeben. Dennoch verteidigen die Regierungsparteien die steirische Variante erwartungsgemäß als bestmöglichen Kompromiss. Es sei gelungen. Die Errungenschaften des steirischen Mindestsicherungsgesetzes in das neue SOG, man muss es fast so sagen, zu retten. Eine Balance zu schaffen der sozialen Absicherung, vor allem für Kinder, dabei aber Obacht zu geben, dass die Gelder entsprechend verwendet werden. Genau das sei eben nicht der Fall, kritisieren Grüne und KPÖ. So liege etwa im entscheidenden Bereich der gekürzten Wohnunterstützungen auf der Hand. Dass die Landesregierung ganz entgegen ihrer Beteuerungen den Spielraum, den das Grundsatzgesetz hier bieten würde, eindeutig nicht zugunsten der Betroffenen nützt. Und glaubt's mir, das wird allen noch auf den Kopf fallen, weil noch einmal, der Bezieherinnenkreis wird größer werden. Kritik aus ganz anderem Grund von der FPÖ. Die Verschärfungen, vor allem gegenüber Migranten, würden nicht weit genug gehen. Gerade in der Corona-Krise ist es wichtig, dass sich die Steiermark in erster Linie auf die Steirer fokussiert, anstatt das Füllhorn über Wohlstandstouristen aus aller Herren Ländern auch auszuschützen. Kaum ein Thema wird in der Politik so heiß diskutiert wie die Sozialhilfe. Und das war heute auch im Steiermärkischen Landtag nicht anders. Was auf Faktenebene übrig bleibt, das noch unter Türkis-Blau beschlossene Bundesgesetz, wird auf steirischer Ebene ein wenig entschärft. Stichwort Kinder, Alleinerzieherinnen oder Behinderte. Für viele Betroffene, insbesondere für Migrantinnen und Migranten, wird es aber dennoch deutliche Kürzungen geben, wenn das Gesetz mit 1. Juli in Kraft tritt. In einigen steirischen Schulen musste der Präsenzunterricht ein- und auf Distance Learning umgestellt werden. An der HTL Weiz etwa sind alle Schülerinnen und Schüler derzeit wieder zu Hause. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, heißt es, weil ein Schüler positiv getestet wurde. Solche Einzelfälle gäbe es an mehreren Schulen, größere Cluster aber nicht, heißt es seitens der Bildungsdirektion. Das Bundesschulzentrum Weiz. 3 Schulen gibt es hier, für die größte, die HTL, mit knapp 1000 Schülern, gilt seit gestern wieder Homeschooling. Ein Schüler ist Corona-positiv, weil jene Lehrer und Schüler, die mit ihm Kontakt hatten, ebenfalls nicht mehr in die Schule dürfen, entschloss sich der Direktor, gleich wieder ganz umzustellen. Wir haben kein Corona-Cluster, das kann man so nicht sagen. Aber wir haben aber eine große Anzahl von Lehrpersonen, die getestet werden, die eine Verkehrsbeschränkung haben. Und aufgrund dessen haben wir in Absprache mit der Schulbehörde gesagt, wir stellen um auf Distance Learning, um die gleiche Qualität wie vorher halten zu können.
Einen positiven Fall gibt es auch an der Haag. Der betroffene Schüler war aber nicht in der Schule. Der Präsenzunterricht bleibt daher aufrecht. Bei der BH Weiz heißt es, im ganzen Bezirk mit rund 70 Schulen gäbe es derzeit nur Einzelfälle. Ich habe 5 an der Hand, die in denen Covid-Erkrankungen vorgekommen sind. Aber da war es möglich, dass man den erkrankten Schüler bzw. auch die erkrankte Lehrerin abgesondert hat und das entsprechende enge Umfeld ebenso. Ähnlich die Auskunft in der Bildungsdirektion für die gesamte Steiermark. Neben der HTL Weiz gäbe es derzeit nur in einer weiteren Schule, der Volksschule Reznei, wieder Heimunterricht. Es gibt Schulen, die beobachtet werden, weil dort ein positiv Getesteter ist oder eine positiv Getestete. Aber einen Cluster gibt es zurzeit noch nicht. Mit einem weiteren leichten Anstieg sei zwar zu rechnen, die Selbsttests an den Schulen seien aber sehr hilfreich. In der HTL Weiz werden nun alle Lehrer und Schüler mit Kontakt zum Corona-Fall getestet. Wenn alles gut geht, könnte kommenden Montag wieder der Präsenzunterricht beginnen. In Leoben muss sich seit heute ein 51-jähriger Obersteirer vor Gericht verantworten. Er soll seinen Hof 2-mal angezündet und versucht haben, die Versicherungsprämie zu kassieren. Der Obersteirer beteuert seine Unschuld. Dem 51 Jahre alten Landwirt werden Brandstiftung und schwerer Betrug vorgeworfen. Sein Anwesen hat 2010 und 2015 gebrannt. Laut Sachverständigen war es Brandstiftung. Der Vorwurf an den Angeklagten, er selbst habe seinen Hof angezündet und versucht, die Versicherungsprämie zu kassieren. Es entstand ein Millionenschaden. Der Angeklagte soll morgen einvernommen werden. Er wird sich nicht schuldig bekennen. Für seinen Anwalt ist es ein reiner Indizienprozess. Die Anklage sei, so der Verteidiger, nicht stichhaltig. Die Staatsanwaltschaft sagt, mein Mandant sei bereits kurz nach seinem Notruf im Hause gewesen. Darum könne seine Schilderung nicht stimmen. Und darum müsse er der Brandstifter sein. Aber es gibt natürlich keinen Beweis oder auch nur ein halbwegs haltbares Indiz dafür, dass er das war. Die Anklage stützt sich also im Wesentlichen auf Ungereimtheiten in der Aussage des 51 Jahre alten Obersteirers. Es gibt zum Beispiel ein Foto eines offenen Tores, das hat mein Mandant aufgemacht und zu diesem Zeitpunkt war er laut Anklage in einem anderen Haus. Der Verteidiger will nun beantragen, diese Wegzeitprotokolle vor Ort gemeinsam nachzuprüfen. Heute wurden bereits mehrere Nachbarn als Zeugen befragt. Anschließend, und das ist ungewöhnlich, wird erst der Angeklagte ausführlich befragt. Dem 51 Jahre alten Obersteirer drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 10 Jahre Haft. Es sind unglaublich beeindruckende Bilder, die NASA jetzt veröffentlicht hat. Farbaufnahmen vom Mars, 214 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Geschickt hat diese Bilder der NASA-Rover Perseverance, das heißt übersetzt Beharrlichkeit. Und dieses kleine Forschungsfahrzeug hat auch Know-how aus der Steiermark mit auf den Mars gebracht. Gerhard Paar von Joanneum Research. Wie ist denn der Kontakt und die Zusammenarbeit mit der NASA entstanden? Das reicht etwas weiter zurück. Vor etwa 25 Jahren hat es diese Mars-Express-Mission gegeben mit dem Beagle-2-Lander. Und ich habe damals erfahren, dass es dort ein Kamerasystem drauf geben wird und habe mich dann erkundigt, welche Teams damit befasst sind und habe dann bei diesen Teams angerufen und habe sie gefragt, ob sie 3D-Mechanismen brauchen. Und das war gerade eine, wenn man so will, Marktlücke damals. Und seither sind wir in dieser Community drinnen. Und diesmal ist es die NASA-Community, die letzte Woche mit dem Mars-Rover Perseverance pünktlich am roten Planeten gelandet ist. An einem Masten montiert, wird uns künftig ein Kamerasystem aus Graz den Mars erklären. Dieses Mast-CAM-See-Instrument sind 2 Kameras, die auf dem Rover auf einem Mast befestigt sind. Und die nehmen Bilder auf, so wie das menschliche Auge mit 2 Augen, also mit 2 Kameras. Und aus diesen Bildern können wir 3-dimensionale Modelle der Umgebung machen. Doch nicht nur das, denn die Wissenschaftler von Joanneum Research und ihr Wiener Partnerunternehmen wie Avis werden die aktuellen Bilder der Mastkamera mit bereits vorhandenen Satellitenbildern kombinieren. So sollen den NASA-Geologen künftig kilometerweite Marslandschaften bis ins kleinste Detail für die weitere Erforschung zur Verfügung stehen. Das heißt, man kann sich dann virtuell in die Umgebung bewegen, wie in einem Computerspiel.
kann dort drinnen zeichnen, kann messen, kann hineinzoomen. Was vor Jahren mit Kameratests in selbstgebauter Marslandschaft begann, ist längst der Sandkiste entwachsen. Nach der Landung warten die Wissenschaftler nun gespannt darauf, mit den ersten Bildern vom echten Mars weiterarbeiten zu können. Es war ein sehr emotionaler Moment, würde ich sagen, obwohl es sehr schnell gegangen ist. Ich war sehr erleichtert, weil ja sehr viel Interessantes jetzt auf uns zukommt. Dinge, die wie im Raumschiff Enterprise niemals ein Mensch zuvor gesehen hat, wenn man so will. Wer ein Elektroauto laden will, muss es bei einer Ladestation anstecken und schon fließt der Strom. Nun gibt es eine neue Technologie. Es handelt sich vereinfacht gesagt um Ladeplattformen, auf die man das E-Auto stellt. Oliver Zeisberger hat sich das genauer angesehen. Grüne Mobilität bedeutet vor allem in der Stadt mit dem E-Auto unterwegs zu sein. Ich mache das seit 60.000 Kilometern, funktioniert perfekt, wenn da nicht dauerndes Laden wäre, weil die Reichweite natürlich eher bescheiden ist. Aber da gibt es eine Lösung aus Graz, die wir uns heute anschauen. Und diese Lösung heißt Matrix Charging. Matrix Charging ist ein automatisiertes Ladesystem für Elektrofahrzeuge. Das System besteht aus zwei Komponenten. Einer Komponente im Fahrzeugunterboden und einem Pad am Parkplatz. Sobald das Fahrzeug über dem Ladepad parkt und abgestellt ist, senkt sich automatisch dieser Connector auf das Ladepad ab und stellt eine konduktive Stromübertragung her. Konduktiv, also über eine leitfähige Verbindung und damit verlustfrei, wird hier Strom ins Auto geladen. Die Technologie, die wir hier entwickeln, ist weltweit einzigartig, mit dem Ziel, möglichst skalierbar auch angewendet werden zu können. Und das ist einzigartig, es gibt ein breites Patentportfolio, das uns auch in diesem Zusammenhang schützt. Fast vorhersehbar, dass sich große Hersteller um dieses System für ihre Fahrzeuge bemühen. Der Strom selbst, so Projektpartner Energie Steiermark, muss natürlich grüner Strom sein. Gerade Elektromobilität macht natürlich Sinn mit erneuerbarer Energie aus Photovoltaik, aus Wind und aus Wasserkraft. Da werden wir in den nächsten Jahren zig Millionen Euro investieren, damit der grüne Strom dann auch für die Elektromobilität zur Verfügung steht. Noch der Blick in die Zukunft. Wenn in Österreich 1 Million E-Autos fahren, also rund 20%, dann liegt der Strommehrbedarf bei gerade 3,6%. Und das ist mit erneuerbaren Energiequellen leicht abdeckbar. Die Energie Steiermark hat jetzt bereits mehr als 100 der 700 Fahrzeuge im Fuhrpark auf E-Autos umgestellt. Und der Blick in die nahe Zukunft? Wir wollen bis zum Jahr 2030 unseren kompletten Fuhrpark auf Elektromobilität oder auf Hybrid umstellen, bevorzugt reine Elektrofahrzeuge. Wir haben aber auch Wasserstofffahrzeuge bereits in unserem Fuhrpark. Auch das ist, glaube ich, mit Brennstoffzelle betrieben ein Weg der Elektromobilität, den wir uns gerne anschauen. Viele Kunst- und Kulturschaffende müssen derzeit mit ihren Produktionen ins Internet ausweichen. Das ehemalige Grazer Werkraumtheater hat aus dieser Not eine Tugend gemacht und sich als Übü-Family neu erfunden. Die Theatermacher sind zu Filmproduzenten geworden. Übü in Ketten läuft online in den sozialen Medien. Ton ab. Herzlich willkommen bei der Übü-Family am Schauplatz mit Giorgio Bell. Die Übü-Familie ist ins Internet emigriert und hat dort neue Möglichkeiten entdeckt. Schon seit Jahren beschäftigen sich die Theatermacher mit den mehr als 100 Jahre alten Übü-Figuren von Alfred Jarry und haben sie ins Heute geführt. Nicht so nah. Die Übü sind Meister des Scheiterns, die dank ihres Eigensinns und Witzes gelernt haben zu überleben. Franz von Übü, Herr Richter, zu Diensten! Sie sind schräg, würde man sagen auf gut Deutsch. Sie haben ein bisschen einen Klopfer. Ja? Aber dieser Klopfer hilft ihnen, mit widrigen Schwierigkeiten umzugehen. Auch die Theatermacher mussten lernen, mit Widrigkeiten umzugehen und neue Wege zu entwickeln. Zu groß waren bürokratische Hürden und der Produktionsdruck in der freien Szene. Mit dem ersten Lockdown ist man ins Internet geflüchtet und entwickelt seither einen Theaterfilm in mehreren Episoden, der, wie Jarry, Gewohntes in Frage stellt. Du mein ungezogen unmöglicher Pflege. Ruhe! Nur dann, wenn du die normalen, eingefahrenen gedanklichen Muster verlässt, nur dann wirst du eine Anpassung an die Lebensverhältnisse erreichen und wirst auch überleben.
Die Übü sind ein ehemaliges Herrscherpaar, das in einer bürgerlichen Existenz gestrandet ist. Sie sind ungehorsam, egoistisch und naiv. Sie haben alles verloren, alles. Ja? Sitzen auf der Straße und wissen nicht, wie sie überleben sollen. Und so feilt auch die Übü-Family weiter an neuen Überlebensstrategien. Auf Wiedersehen und schön brav bleiben. Fliegenfischen ist eine spezielle Art des Angelns. Neben der Technik kommt es vor allem auf den Köder an, die sogenannte Fliege. Und diese Fliegen werden jetzt von vielen Fischern gebunden. Um zum Saisonstart Mitte März mit reichlich Vorräten an Köderimitationen gerüstet zu sein, sind viele Fliegenfischer derzeit damit beschäftigt, eben diese herzustellen, also Fliegen zu binden. Die Sprachumsetzung kommt aus dem Englischen, Fly Fishing, bei uns Fliegenfischen. Und der Grundbegriff der Fliege ist damit der Köder gemeint, mit dem wir die unterschiedlichsten Fischarten in unseren heimischen Gewässern oder international fangen können. Die Kunst dabei ist es, einen geruchlosen Köder so attraktiv wie möglich für einen Fisch zu gestalten. Besonders wichtig sind dabei auch die Augen der sogenannten Fliege. Die Augen sind gerade bei den Großräubern ganz, ganz wichtig. Gerade im Salzwasserbereich sind die Augen so ein Triggerpunkt, wo gerade, wie man gesehen hat, die großen Chitis oder Barracuda, Sailfish, gerade auf die Augen einen großen Wert legen. Die Idee beim Fliegenfischen ist es ja, dass sich die aquatischen Insekten, das heißt jetzt beispielsweise eine Eintagsfliege, eine Steinfliege oder auch ein Käfer oder eine Heuschrecke, imitiere und damit unsere Fische fange. Und das heißt, dadurch ist natürlich auch die Größe daran gebunden, wie groß natürlich meine Heuschrecke dann sein soll. Sollte halt ähnlich ausschauen wie eine natürliche Heuschrecke von der Größe. 3 Jahre etwa dauert es, um das Handwerk des Fliegenbindens gut zu beherrschen. Wichtig ist dabei auch die Farbenlehre. Es ist wirklich so, gerade in British Columbia haben wir das gesehen beim Steelhead oder Lachsfischen. Da haben gerade die Königslachse haben sehr stark auf diese Chartreuse, giftgrüne Farbe reagiert, beziehungsweise die Steelheads oder auf Blau, Violett und sowas ähnliches. Und welche Farbe lockt die heimischen Fische an? Bei den steirischen Fischen sind ganz klar die Naturformen im Vordergrund. Wir angeln in unseren Fließgewässern hauptsächlich auf Forellen, da hier die heimische Bachforelle und dann auch die Regenbogenforelle. Zusätzlich noch natürlich die Esche. Und die beangeln wir mit Trockenfliegen, Nymphen und Streamern. So warm wie heute war es an einem 23. Februar seit Beginn der Aufzeichnungen nicht. In Köflach wurden etwa 22,6 Grad gemessen. Viele waren deshalb draußen im Garten und haben dort mit den ersten Arbeiten begonnen. Auch wir im Landesstudio. Gemeinsam mit vielen Wirtschaftspartnerinnen und Partnern revitalisieren wir nämlich unseren ORF-Teich im Funkhauspark, damit Sie dort eine gute Zeit verbringen können, wenn der Frühling dann ins Land zieht. Haben Sie jetzt noch einen schönen Dienstagabend. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis morgen.